Ja, hey, willkommen, mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces Earth. In der letzten Folge sind wir in den Fendel-Gletscher-Ruinen umgelaufen, weil Pascal und Sophie sich hier befinden sollen. Die sollen einigen Soldaten hier helfen, weil die Monster aufgetaucht sind. Und jetzt kommen wir hier hin und helfen denen, nehme ich mal an. Yay! Ich bin übrigens wieder auf schwer. Ich will aufs Maul kriegen, auf Chaos. Caused trouble. You saved my life! Totally awesome! Time for a celebration! Let's party! The party will have to wait for now. Huh? Warum? These monsters won't go down easily. Asbel! Oh ja. Also es scheint nicht so viele Probleme zu haben. So, jetzt ist die ganze Truppe beisammen und jetzt haben wir alles kaputt. So, erstmal bis Rang 5. Okay, mein Gott. Die haben alles automatisch hochgelevelt, glaube ich, ne? Stimmt. Okay, das sieht ein bisschen koordiniert aus. Mein Gott. Allein hier kann man schon sehen, wie viel ich aufs Screen trainiert habe. Ja, was soll ich denn jetzt ausrüsten? Also 5, okay. Pascal, du auch. Na gut, ja, weiß ich nicht. So, wir nehmen meine Truppe, Nummer Esper und Richard und Sophie und Cheria. Nein, das ist blöd. Wir brauchen einen Heiler, Cheria. So, mit den ganzen Mädels. Ja, komm. Das ist wieder awesome Musik. Okay, die sind irgendwie nicht so stark, hab ich so ein Gefühl. Ja, den Angriff werde ich ein bisschen spammen anscheinend. Ey. Da muss die normalen Gegner, die haben mir irgendwie mehr Sorgen gemacht. Weil die ja viel mehr AP hatten. Hey, hey. Ah. Pascal hat, glaube ich, auch schon alle vorhandenen Arts oft genug eingesetzt. Mein Gott, seid ihr gegen Feuer? Nein, seid ihr nicht, verdammt. Sind aber schon ein bisschen nervig. Bams! Bams! Gibt's doch jetzt... Au. Den nerv ich ganz schön, ne? Aber sie haben ja auch noch so wenig HP, gibt's doch nicht. Au. So, sei da dran. Zack. Okay, einer weg. Aua. Nein. Der Angriff irgendwie was gegen die. Du bist so hoch, ich treffe dich, mich, Mann. Danke, jetzt treffe ich dich. Alter, kannst du mal runterkommen? Warte mal, ich glaube, ich habe noch. Ja, super. Ich habe Sharon noch so eingestellt, dass sie überhaupt nicht angreift. Super. Idiot. Das kann ich mal ausprobieren. Okay, man kann die wirklich
beide gleichzeitig einsetzen. Ah, sehr schön. Das wusste ich gar nicht, wenn man gleichzeitig einsetzen kann. Wie auch immer, wir haben die Monster komplettet. That's the last of them. I'm disappointed to find them here as well. Have you guys fought those things before? We faced similar monsters in Windor. If it wasn't for Lambda's power, we'd almost certainly have perished. So Lambda's awake now? Yeah, it appears that way. Well, he seems useful enough, so I guess it's okay. I mean, he worked really well against those guys. We're trying to learn why the monsters have grown so aggressive recently. Is there anything you can tell us? No, I'm not really a biologist or whatever. You should talk to Fourier. Where is she now? Well, she usually locks herself in her lab, but right now I think she's at the Amarcian Enclave. We should head back there. I want to talk to you guys about some stuff anyway. What is Lambda doing to Asbel? Bis jetzt noch nichts. Das linke Auge sieht nur ein bisschen gruselig aus. Are you okay? It's not going to be like last time. I promise we won't have to fight. Don't worry, Sophie. Sieht nicht sehr beruhigt aus. Ganz die alte. Gehen wir jetzt schon. Die hat sie das jetzt direkt ausgerüstet. Ganz die alte. Warum hat sie schon. Die hat den Titel auch gerade bekommen. Wieso hat sie. Egal. Okay. Ich dachte, wir kriegen ihre Tempofähigkeit, weil die ist awesome. Wieder Freunde. Asbel will be alright, Sophie. I know it. Richard. Things are different. It won't be like when I merged with Lambda. Asbel has what it takes to confront Lambda directly, without facing any repercussions. His will is strong enough to keep things in check. That's why I know he'll be okay. I wanted you to know as much. Thank you, Richard. And I wanted to say, I'm sorry. For what? For what happened 6 months ago. I thought I should apologize. No, I am the one who needs to apologize. It was all my fault, and I'm sorry. So, are we back to being friends? Yes. Then I'll be your friend too. You too? Sophie, this man is dangerous. Let's move away from him. Wait, the captain is dangerous? Oh yes, he's a wolf. I see your majesty still has a biting sense of humor. Warum sind die beiden solche Trolls in diesem Spiel? Was ist mit dem passiert in den letzten 6 Monaten? Oh Gott. Okay, Zielort Amarcianische Enklave. Aber ich. Wenn ich mich nicht irre, dann werden wir, wenn wir. Wie soll ich das jetzt spoilern? Ja, okay, nächsten Part, hallo. Wenn ich mich nicht irre, dann werden wir da wieder getrennt. Und das würde ich jetzt nicht so toll finden. Ich würde sagen, storymäßig, da ist ja nicht so viel hier von der Story. Sollten wir so bis zum Ende hier noch erstmal durchgehen, alles machen, bevor wir uns mit den ganzen Nebensächlichen hier beschäftigen. Weil dann haben wir schon mal auf jeden Fall alle Charaktere zur Verfügung und haben schon mal den ganzen Mist, oder ist hier Mist, aber ganze Nebensächliche erledigt. Und ich habe immer noch die Truppe hier. Verdammt. Wollte ich gar nicht. Ja. Nicht. Esprit ist voll stark im Gegensatz zu Richard. Finde ich. Oder auch irgendwie nicht. Guck ich mal seine SK an. So viel hat er in der Trainingseinheit nicht. Ja, da kommt er noch dazwischen. Gut. Man. Sehr schön. Sophie, warum hast du. Ach, ich bei ihr habe ich glaube ich noch manuell, ne? Oder? Ah ne, bis Rang 5.
Stimmt, er hat ja nichts anderes. So, dann hier Richard. Und weiß nicht, doch Pascal kann ruhig drin bleiben. Und Sophie auch. Ja, lass mal so. Ja, das wäre eine Truhe. Nicht gut, dass sich das alles auffüllt. Magische Kata Nummer 62. Hermanas Kata. Keine Sorge, ist sich ab jetzt einfach satt, okay? Dies auf Tales of Innocence. Entschuldigung. Okay, das macht doch irgendwie Sinn, weil die irgendwie alle so nacheinander. Der eine war 61, die andere 60. Also ja, kommt also schon so irgendwie hin. Finde ich. Hab jetzt eigentlich mit Hubert immer noch. Ich glaube, ich habe mit Hubert immer noch diese eine Waffe ausgerüstet. Aber eine habe ich glaube ich schon dualisiert, deswegen kann ich mal schon mal zeigen, was ich vorhabe. Da sehe ich so eine Truhe verstecken. Ey. Versteckst du von noch eine Karte? Ifrits Gewand. Das Gewand gehörte einst der königlichen Familie und ist mit Feuerelement veredelt. Ist das stärker als was ich jetzt habe? Ja. P-Verteidigung, hallo. Königliches Gewand. That's a nice cloak. Thank you. This cloak was stolen from our family many years ago. What would it be doing in a place like this? Maybe the thieves discarded it. Hey, what a bunch of chumps! They had no choice. Only I, heir to the throne of Windor, can wear such fine raiment. Someone's feeling confident. This would draw attention to any thief who wore it. That's probably why they abandoned it. Would it look good on me? Probably not. It's a little big for you, Sophie. It would drag along behind you. Hmm. Although, that might not be half bad. Richard? Looks like it triggered some fancy of his. Ja, wie so eine Majestät, die tun auch hier ihren Umhang, was heißt hier Umhang, Mantel hinter sich her schleifen oder hinterher tragen. Also andere tragen den hinterher, die tragen den nicht und tragen den gleichzeitig hinterher, weil das würde irgendwie merkwürdig sein. Merkwürdig aussehen. Jedenfalls gehen wir raus. Haben wir jetzt hier genug alles gemacht, ne? So, da möchte ich mal kurz, boah, Juliberte, ne? Nach Juliberte und ich kann mich hier nicht teleportieren, was zum Teufel. Kann ich mich hier teleportieren? Ist hier ein Skit? Nein, okay. Bäh. Hab ich überhaupt Elle verbraucht? Ja. So, geh weg. Ich möchte nicht mit der kämpfen. Da, ich habe jetzt eine Reißzahnklinge, habe ich schon Juwelen im Sand, okay. A city of water and sun. Such beauty is the pride of every Stratton citizen. As it should be. No matter how often I come here, I can't help but gasp at its splendor. It's like a jewel box has been upended on the sand. A jewel box? Anyway, Barona is nothing to sneeze at either. Ah, indeed. The ancient castles and historic neighborhoods are as pieces of a shimmering jewel box that conveys our rich history. Another jewel box? Zavhurt may be lacking in traditional beauty, but neither city can match its sheer majesty. Perhaps it is so. Zavhurt is built from hard labor and workmanlike skill. A veritable jewel box boasting the artistry and craftsmanship of her designers. Enough with the jewel box! Asbel? Did I say that out loud? Was zum Teufel? Na gut. Richard sieht ihn als irgendwie Juwelen. Na gut. So, ist hier ein Skit, hier kam da auch Brunnen der Welt. Ne, das war meine Art. So, hier haben wir noch nie benutzt. Was? Ach ja, ich muss nochmal dualisieren. Okay, kann ich dann auch mal was zeigen. So nach 130 Parts. Fand ich, muss halt mal notwendig sein, das zu zeigen. So, was haben wir denn hier? Wir haben einmal hier einen, mein Gott, was hat hier Reißzahnklinge plus 1. Da habe ich irgendwas reingeballert. Ich weiß nicht mehr was. Jedenfalls hat das hier Wildling hinzugefügt mit Feind, mit bisschen Schwäche und so. Blablabla. Jetzt ist das eine Qualität von Nobel. So, wenn ich die jetzt, ich muss die mit irgendwas anderes verbinden. Ja, ich muss die mit einer anderen Waffe verbinden, die auch irgendwie einen Effekt hat.
Dadurch mache ich die irgendwie schwächer. Egal. Ist mir egal. So, entziehen. Entziehen ist eine Form des Dualisierens, bei der zwei geartete Ausrüstungsstücke kombiniert werden. Nach dem Entziehen wird der mächtigste Effekt jedes Stück zu einem Edelstein kombiniert. Das verwendete... Was, der mächtigste? Das verwendete Ausrüstungsstück führt in seinen Ursprungszustand zurück. Dann kannst du es erneut dualisieren. Ja, das Blöde ist aber, wenn man die immer, immer weiter dualisiert und somit stärker macht, muss man immer und immer, immer wieder diese verdammten Scherben haben. So, jetzt möchte ich gerne meine Reißzahnklinge herstellen, die verdammt nochmal dornig ist. Vielen Dank. Damit ich jetzt endlich diese Quest abgeben kann. So, und dann hier. Und den Edelstein. Die können wir für etwas Kleingeld noch ein bisschen verbessern. Ich weiß jetzt nicht so. Sieht man nicht irgendwie nicht, wie besser geworden sind? Ich kann ja mal einmal machen. 31 war das. Ach so, das dauert wieder ein bisschen. Okay. Ja, okay, man kann ihr ein Geschenk geben, dann dauert das, glaube ich, nicht mehr so lange. So, wir haben jetzt eine dornige Reißzahnklinge nach etlichen verdammten Jahren. Ich hoffe, das war auch richtig, ne? Das heißt, ich muss sie erst einmal verbinden, um dann die Dinger nochmal zu verbinden. Damit ich irgendwann die entsprechende Qualität bekomme. Zavert Reform. The people of Zavert seem to be in higher spirits these days than they used to be. Perhaps, but there's still such a heavy curtain of doom and gloom over this city. Those are strong words, Your Majesty. So, if I may ask, how would you go about lifting that curtain? First and foremost, I would change the soldiers' uniforms. My heart sinks to look upon such grim livery. Hey, what if we got rid of the hats? If the citizens can see a soldier's face, they might seem more approachable. Rejected. A hat is a soldier's pride. Perhaps we should have different colors for each regiment's uniform. Such a variety of hues would make a cheerful impression. And that's what I bleed at the thought. What if maybe you added a cute lacy frill to the cuffs of the coats? And maybe some designer logos? Yes, that might work. Your Majesty? And perhaps a sparkling white coat of paint for Fendel Tower. I'm certain that would raise spirits. With a giant mech popping out. Yes, that would be wonderful. You can't be serious. Or am I? Oder doch? Mein Gott, was zum Teufel ist mit den Leuten hier passiert? So, aber das jetzt endlich aber erledigt. Mir egal, was ich für Titel gerade ausgerüstet habe. So, dann weiß ich, was ich offscreen jetzt zu tun habe. Materialien für die verdammten Dinger hier sammeln, die dualisieren und so. Boah, ich krieg die Krise. Ja gut, dann gehen wir mal weiter im Text. So, amazianische Enklave sollten wir, ja. Bin ich vor, das funktioniert so mit den Waffen. Suche Furie, ja. Kann wohl sein, in Pascals Haus, nehme ich mal an, oder bei der Aufseherin. Sagen wir zwei Orte. Aber ich tippe, sie ist hier. In Furiets Haus oder Pascals Haus, wer weiß. Ania. Dann vielleicht bei der Aufseherin oder im Dingens. Diesen, ja, Marktbereich, sag ich mal. Keine Ahnung. Na, gehen wir es mal nachgucken. Na, ist sie wirklich bei der Aufseherin, dann kriege ich die Krise. Das ist ein Puzzle-Rätsel, das haben wir schon gelöst. Ha. Keine Schokolade. Oh. Okay, dann ist sie bei der Aufseherin. Verdammt. Ja, wo ich als letztes nachgucke, natürlich.
Aber dann wird, glaube ich, unsere Gruppe wieder getrennt. Wenn ich mich nicht irre. Boah. Das heißt, ich muss wieder warten, bis wir wieder vollständig sind irgendwann. Alles klar. Just when I thought it was safe to relax. It looks like you brought the whole gang with you. Listen, Fourier, we need your help. Oh? When monsters change, it's usually due to a mutation triggered by their environment. Sorry, but could you explain? All creatures have the ability to adapt to changing conditions. It's what allows the species to thrive. For example, if animals from a warm climate are transported to a colder one, many of them will perish. However, the strong ones will adapt and evolve in order to survive. So is that what's happening here? Yes. I would assume the monsters are evolving to better meet the threat posed by humans. So you think we're helping to make the monsters stronger? That's what I just said, isn't it? Of course, it's just a hypothesis. Hmm. But doesn't it usually take forever for things to evolve? Normally, yes. Evolution is a slow process that takes several generations to unfold. But we have numerous examples of sudden mutations in monsters, especially those that live near the Valkenus. In other words, outside interference greatly increases the odds of rapid mutation. I would theorize that an unknown being is affecting them, perhaps something similar to Lambda or Lestalia. Do you think Lambda himself might be responsible? Absolutely not. You seem quite sure. Also, ah. Muss ich wegdrücken, mein Gott. Na, oh, das sind wieder zwei blaue Augen. Na? How can you be so certain? Do you doubt my powers? It's not that. I made a decision to exist together with you, so of course I'm going to trust you. Did you say trust? You lent me your power because you were trying to help. Isn't that right? Even if true, I would do so only because you are my host vessel. Though I exist inside you, do not be so arrogant as to think you can control me. I'm not trying to control you. You helped us back there. You saved our lives. I haven't thanked you yet, so thanks. This is nonsense. Tja, ich würde sagen, da war ein 1:0 für Espel. So wie ich das mitbekommen habe. Er stand jetzt wahrscheinlich eine Minute darum, hat nichts gesagt. Wenn die alle angeguckt haben. I don't know if Lambda influenced the mutations, but I didn't sense his power in those monsters.
If that's the case, then I think the problem might be up there. In Phodra? I wanted to talk to you because Phodra's been acting kind of wonky. I didn't even notice until Poisson and the Overseer brought it up. But ever since, me and all the other Amarcians have been studying it. About 2 months ago, we found Elith gushing from a point on the surface. Therefore, Phodra's supposedly non-functional core is showing signs of activity. If Phodra's core is in fact the source of all life, then yes, it's conceivable that the core might be promoting evolution in the monsters. Is my sister the best or what? Okay, guys, I gotta take the shuttle and zip off to Phodra. Do you really think you'll learn something new up there? Well, I'm sure not learning anything standing around here. In that case, we'll go with you. Oh, hey, wait! Is Stratus Valkanis still okay? Cause, you know, all these crazy monsters are appearing near Valkanis. At the very least, the President deserves to know. But that means a side trip to Strata. I'll go. But I'm not looking forward to it. Something wrong, Hubert? No, it's nothing. How about we go with you? It'll be a lot easier than going alone. All right. But please try not to cause any trouble. Sophie ist immer noch trübselig aus irgendeinem Grund. Schlechtes Gewissen. Typ großer Schwester hat Pascal bekommen. Okay. Aw, you look down, little bro. What's wrong? Who, me? No, nothing's wrong. Leave me alone. Geez, fine. Sorry. No need to be so cold, gosh. You are being mean to Pascal, Hubert. No, I'm... Wait, am I? But that's how I've always acted. You never look her in the eyes. Hmm? Sophie? You are very perceptive. It's just... looking at her like that is... difficult. It's hard for me to explain. I don't think I can meet her gaze at this particular moment. Do you have a guilty conscience? Huh? You've been talking to the captain, haven't you? When a man has a guilty conscience, he can't look a woman in the eye, right? Perhaps not. Not that I feel particularly guilty about anything, mind you. I hate to admit it, but sometimes even I don't understand what's wrong with me. It's okay. Cheer up, Hubert. Okay. Mein Gott. Mein Lektor hier die ganzen Fäden ziehen. Das ist irgendwie gruselig. Typ großer Schwester, Tempo, jawohl. Und ganz ehrlich, Pascals Tempo ist die allerbeste von allen. Aber was sie kann, das erfahrt ihr wahrscheinlich im nächsten Part erst. Ja. Also es kommt jetzt noch was. Jo. Sophie? You all right? If you have something to say, you shouldn't keep it inside. Pascal, I want to be human. But you're already plenty human. Your body's just a little different is all. No, it's more than that. I'm not like you at all. Asbel,
Sharia, Hubert, Richard, Pascal, Captain Malik, you're all going to die someday. But not me. If I were a human, you couldn't leave me behind when you died. Help me, Asbel. How do I become human? Well... I see. It's impossible, isn't it? I'm not even capable of tears. No matter how sad I get, I can't even cry like you. I just want to be the same as you. I wish that Asbel was my father and Sharia was my mother. I wish I'd been born human with you as my family. Asbel, I'm not sure it's a good idea to bring her with us. It's okay. I'll stay behind, here, with Sophie. I just don't think she should travel until she's feeling a little better. I'll stay here, too. I'm totally good at cheering people up. And you, Asbel? It might help to come along and clear your head for a bit. All right. I'll go to Strata. Well, it looks like it's just the men this time. Sharia, take care of Sophie, okay? Führungsperson, was? Warum ausgerechnet er? Das Piratentempo. Tempo, okay. Ja, immer noch trübselige Stimmung bei den. Bei Sophie und ja. Ah, da kommen ja auch schon leicht ein bisschen die Tränen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt können wir. Okay, stimmt ja, wir können nicht die Links machen. So, aber jetzt ist schon wieder lang genug gezockt worden und ich würde sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.